Hakuna Matata und herzlich willkommen zu Let's Play oder besser gesagt Let's Show Tekken 3. Tekken. Ja, wie ihr sehen könnt, nehme ich gerade original von der super duper uralten PlayStation 1 auf. Ich weiß nicht, ich gehe mal ein bisschen näher ran mit dem Mikro, ob ihr die so ein bisschen arbeiten hört. Auf jeden Fall sitze ich hier ohne Emulator oder sonstiges Gedöns-Download-Able-Zeug. Und ja, ich scroll so ein bisschen hin und her, weil der, soweit es mir bekannt ist, ist der Trailer, nenne ich jetzt mal einfach so, mit der Musik einfach viel zu laut und vor allem in Deutschland verstößt das gegen die GEMA-Copyright-Dingens-Scheiß-Kirchen-Sonstiges. Und damit mein Video einfach nicht in Deutschland gesperrt wird, bleiben wir jetzt ganz kurz im Tekken-Hauptmenü. Ein paar Worte möchte ich erstmal loswerden. Und zwar habe ich mich jetzt erstmal für ein kommentiertes Gameplay wieder entschieden. Weil Tekken lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich als Let's Play zu anzusehen oder als Projekt, sondern viel eher, glaube ich, nehme ich mir vor, dass ich vielleicht ein bis maximal zweimal im Monat ein Tekken-Gameplay-Video hochladen werde, falls es bei euch gut ankommt, falls ihr Interesse habt. Dieses Vorhaben versuchte ich schon mal damals 2011 mit Tekken 5. Hab mich dann aber damals aus zeitlichen Gründen wirklich einfach dafür entschieden, okay, ich habe jetzt mit dem allerersten Part gezeigt, einen Einblick geschaffen, wie Tekken 5 für die PlayStation 2 damals so aussah und dabei belasse ich es erstmal. Diesmal möchte ich Tekken 3 so ein bisschen mehr zeigen mit verschiedenen Modi, weil Tekken 3 bietet wirklich einiges, sage ich mal, Einzigartiges, was da die davorigen Teile noch nicht so durchgenommen haben. Also beispielsweise, ich habe jetzt, ich gehe mal kurz in den Practice Mode, einfach nur, um mal zu zeigen, dass die untere Reihe ist einfach die Charaktere, die man freischalten kann. Die habe ich schon freigeschaltet. Unter anderem haben wir hier diesen süßen kleinen Dinosaurier namens Gon. Und es gibt zwei Modi. Und zwar gibt es einmal den Tekken Force Mode. Das ist so ein Side-Scroll, ja, Kampf-Dingens, wenn ich das so erklären dürfte. Und Tekken Ball Mode ist auch noch was ganz Süßes, Lustiges. Also, ich bin der Meinung und soweit ich das von der Community auch mitbekommen habe, ist Tekken 3 einfach der wirklich coolste Tekken-Teil, den es überhaupt gibt aus der Tekken-Reihe. Und der Meinung bin ich auch und deswegen denke ich mir, dass ich ein paar Modi euch gerne vorstellen möchte. Und der Nostalgie zuliebe habe ich jetzt zum Glück auch die Möglichkeit, es wieder spielen zu können. Und ja, ich möchte euch in der heutigen Let's Show Runde, einmal den Tekken Ball Mode zeigen. Der wird erst dann freigeschaltet, wenn man so gut wie fast alle Charaktere freischaltet. Also ihr seht, mir fehlt noch ein Charakter. Ich weiß auch, wer das ist. Ich muss da aber noch ein bisschen mehr spielen. Deswegen, ja, ist das halt so, ne? So, dieser Tekken Ball Mode. Ich werde jetzt einfach meinen Lieblingscharakter wählen. Und das wäre Nina Williams. Wir haben die Möglichkeit, es ist wirklich ein Ballspiel, aber so ein bisschen in Beat'em-up-Style gemacht, falls ihr das noch nicht kennt. Es wird hoffentlich eine lustige Runde heute sein. Und es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Schwierigkeitsgrade. Und zwar einmal für Beginner. Dann haben wir den Grandmaster und Expert. Wir fangen natürlich mit dem Beginner an, weil wir Beginner sind. Ich habe privat es jetzt schon seit einigen Tagen spielen können.
Es ist echt lustig und deswegen dachte ich mir, hey, warum zeige ich das nicht einfach? Ja, wie ihr sehen könnt, es gibt in der Mitte eine Linie. Es ist wie Beach-Volleyball. And as you can see here, there is a ball flying around my shit and wir kriegen auf jeden Fall Schaden. Ja, genau. Also der Ball darf nicht auf den Boden kommen. Beziehungsweise er darf nicht auf meine Seite kommen, weil ich ja gewinnen möchte, um zu gewinnen. Wow. Und das ist, wie gesagt, eine super coole und lustige Idee einfach von den damaligen Tekken-Macher. Es sieht gerade nicht super gut aus. Das ist so immer beim Let's Playen, dass ich genau, weil ich dann mich so aufs Reden konzentriere, einfach nur wie ich scheiße spiele. Wow! Boah, hätte das mich getroffen, ne Leute, das wäre nicht so beautiful. Ihr seht, normaler Kampfschaden gibt, also normales Kämpfen gibt keinen Schaden. Es geht hier wirklich um... Wow. Es geht hier wirklich einfach nur um den Ball. Wer hätte es gedacht? Ich hab den Aufschlag. Und weiter geht's, würde ich sagen. Ja, ein richtiger Moment. Oh, Paul, you shit. With some fire. This ball is on fire. Ich weiß, das Mikrofon geht gleich kaputt. Oh, yeah, hell yeah. I will show you the shit out of you. Genau. Später habe ich auch noch vor, den süßen kleinen Gon mal zu spielen. Und es ist echt auch lustig, mit dem zu spielen. Miss Chitomatica. Oh, fuck. Oh, der Ball ist so eine Sache, ne? Oh, Paul. Obwohl das gerade Beginner ist. Als ich das die letzten Tage gespielt habe auf Beginner, war das echt noch... kuschelig und niedlich und nicht so schwierig, aber jetzt irgendwie ist das ein bisschen... Vielleicht ist es einfach nur Paul, vielleicht ist er wirklich einfach like the shit of my kack. Naja, nichtsdestotrotz. Ja, unter dem Beginner-Mode hat Paul gewonnen. Very, very beautiful. Also... Gon ist so ein bisschen schwieriger, also auch wenn man mit dem irgendwie den Arcade oder irgendeinen anderen Modus spielt, ist es wirklich schwierig, weil er so super klein ist. Dann zeige ich euch einmal ganz kurz, wie er aussieht und ansonsten würde ich gerne, weil das echt lustig ist, das habe ich die letzten Tage auch gemacht, einmal den Arcade mit Gon durchgespielt und Gon hat nämlich eine besondere Fähigkeit, er kann... Wer hätte es gedacht, als kleines Reptil oder Dinosaurier, er kann hupsen. Ich zeige euch auch gleich wie, aber es ist wirklich so. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es schon mega schwer mit dem irgendwie zu spielen. Zumindest ich habe meine Probleme, weil er einfach keine tolle große Reichweite hat und Law natürlich mit seinem Scheiß... Perfekt. Ich sag mal jetzt einfach gekonnt nichts dazu. Wie er pups, wie war das nochmal? Genau. Ihr habt ihn gerade eben in Live-Action Puppen gesehen. Wenn man im Arcade wirklich gegen einen anderen Charakter kämpft, dann macht das sogar ein bisschen Schaden. Also es ist echt, wie gesagt, schon niedlich, aber doch auch irgendwie... lustig gemacht, nenne ich es einfach mal. Okay, ihr seht, mit Gon innerhalb von... innerhalb von ein paar Minuten war Gon einfach schon besiegt, weil er diese Reichweite einfach nicht hat. So. Jetzt geht's los mit Julia. Ja, ich muss den Ball on fire setten. Das kann ich nur, wenn ich springe und Kacke mache. So gesehen. Ah, das habe ich jetzt abgehört. Mist! Man muss im richtigen Moment springen und yeah! Just enjoy the shit fucking music.
So, diesmal gibt's kein Perfect, Leute, wie ihr sehen könnt. Das ist doch schon mal sehr beruhigend. So, lass uns hier die Sau rausholen. Yeah, woohoo! Yeah, I won. Round two. So, lehm uns nicht, bitte. Das wäre nicht so super-duper. Super-duper, Mark. Super-wooper. Super-wooper-shop. Ich glaube, das ist ein Cold Mirror. Oh Gott, ich kann auch einen Cold Mirror machen. Bam, 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 bam. Ba-da-boo-di-ba-da-boo. Yay! Woohoo! Wir haben gewonnen und Julia war ein halbwegs angenehmer Character. Ja, mit Ina ging das jetzt gerade wirklich gut, beziehungsweise gegen Julia. Xayu! So. Ja, Leute. Hier geht's richtig um den Ball. Oh, ist das nice. Ich habe noch gar keinen Schaden. Oh ja. Genau dann, immer wenn man das sagt, passiert es. Also, Anna. Du kannst mir nicht zeigen, dass ich mich flachlegen sollte, denn das wird nicht passieren. You see? Hey. Ja! Klappt doch langsam, Leute. Wie ihr gesehen habt, brauchte ich nur ein bisschen auf. Aufwärmzeit, Aufwärmübungen. Anna hat Aufschlag und ja, ich versuche es wegzukicken. But it doesn't work right now. Nein. Oh, naja, dann habe ich es doch bekommen. Du, 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 du. Oh, die hat es voll abgekontert und oh oh. Ja, ich konnte jetzt gerade nicht mehr aufstehen. Das hat sich nicht so toll angefühlt. Yeah. Booty. Oh, diese Musik. Fucking love the music right now. Sehr schön. Anna. Blockier das doch nicht immer ab. Oh, ja, das war vielleicht von mir gerade nicht so im richtigen Zeitpunkt abgepasst. Aber Anna, you will get what you... Oh! Das... Ja, der Ball fliegt ihr noch auf den Kopf drauf. Das war unerwartet. Mal gucken, wer jetzt gewinnen wird. Ja. Ja. Oh, oh. Ja. Das sieht nicht so gut aus. Mal gucken, ob wir ein weiteres Mal gewinnen können. Singing a song for you right now. Oder ich lasse es lieber. Ohrenkrebs möchte man doch hier nicht bekommen. Yay! Damit, glaube ich, haben wir jetzt 3 Runden gespielt. Und ja, wie ihr gesehen habt, das ist echt ein ganz lustiger Modus, dieser Tekken Ball Mode. Ich bin jetzt am Überlegen, sollte ich noch was anderes vorstellen? Ansonsten haben wir ganz normal Arcade, was 10 Kämpfe beinhaltet. Und nach dem 10. Kampf bekommt man ganz normal die Story bzw. eine Cutscene. Versus geht natürlich nur lokal. Also wenn jemand direkt neben mir sitzt. Team Battle könnte... Ja doch, komm, das können wir auch noch ausprobieren. Man erstellt sich halt ein Team und man guckt, wie weit man kommt. Namco wird nicht präsenten. Time Attack ist, ja, umso schneller man halt
die Kämpfe kämpft, umso besser ist es halt in der Rangliste. Survival ist natürlich klar, es geht ums Überleben, dass man nur einen gewissen Teil wieder von seiner von seinen Lebenspunkten zurückerstattet bekommt und damit muss man weitermachen. Den Survival-Modus, glaube ich, habe ich sogar bei Tekken 5 2011 schon mal gezeigt. Namco is right, we don't want to present anything. Ja, Tekken Ball habe ich euch gerade eben gezeigt. Tekken Force ist dieses 2D-Side-Scroll-Dings. Das werde ich euch in einem anderen Part zeigen, weil das doch ein bisschen länger dauert. Und Practice ist halt Übung. Also, ja, Option ist Option. Gut, dann habe ich euch den Tekken Ball gezeigt und wir versuchen uns einmal am Team Battle dran. Mit 5 Spielern. Ich fange mit Nina an, danach nehme ich Julia Chang, Anna Williams, Xayu und Lidl Gon. Genau, ich kann euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie Gon so ein bisschen niedlich ist. Und wie viel Schaden sein Puperle macht. Puperle. Ah. Boah. Alles abgewehrt, dieser kleine. Fucky, fucky. Ja. Ah, er hat sich geduckt und er grabbt nicht. Shitty grabby attack. Ah, er duckt sich so kacke. Oh, ich wollte jetzt einfach schnell angreifen. Das hat mich gewirkt. Und wie ihr seht, eben. Dadurch, dass Nina gestorben ist, steht sie außen vorweg. Wow! Scheiße! Ich habe doch extra nach hinten gedrückt und so. Ich weiß, das kann man nicht blocken, aber das war gerade ganz doof. Ja, Nina ist ausgeschieden, genauso wie Julia. Das sieht vorerst nicht wirklich gut für uns aus. Ich spiele das Ganze auf Medium, also auf mittleren Schwierigkeitsgrad. Man kann den hier nämlich einstellen auf einfach, normal oder schwer. Ah! Ja, ich drück zurück, so ist Blocken hier, ne? Zurückdrücken, Pfeiltaste. Boah, nee. Du musst langsam dran glauben. So. Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Geschafft. Anna Williams win. Ja, Anna ist so ein bisschen aufreizender, würde ich es nennen. Gut. Ey, wie er gekontert hat. Nichts davon getroffen hat. Ja, was zur Hölle ist das denn hier, bitteschön? Oh. Ja, Yoshimitsu, wenn er sich auf den Boden im Schneidersitz setzt, dann kann er sich sogar regenerieren. Also, das ist wirklich ein ganz fieser Yoshimitsu. Yoshi. Oh, toll. Jetzt sind wir schon bei Xayu. Ich kann sie nicht so super spielen, ne? Ich versuch's einfach mal ein bisschen. Ah, am Messer kann man sich schneiden. Das ist richtig behindi. Hindu. So. Das war doch cool, Leute. Na
mal sehen, wer der nächste Gegner ist. Und oh. Fuck. It will be Eddie. And Eddie is dancing like shit. Ja, Eddie ist so ein Charakter, der hat schon einfach so irgendwie Kombos und tanzt und keine Ahnung was. Fucking hate him every time. I see his face. Will ich grabben. Fucking grab attack. Fucking grab. Okay, funktioniert nicht. Dann funktioniert nur dieser scheiß Tritt. Ja, ich bin gesprungen. Wer hat gewonnen? Oh, scheiße, Dreck. Ja, weil die Zeit abgelaufen ist. Deswegen Time's up. Willkommen mit dem süßen Gon. Ich liebe es, wenn er gewinnt. Er macht so süß seine Augen zu. Das ist richtig knuffig. Aber ihr seht, es ist... ja... ein bisschen. Just a little bit shit right now. Habt ihr das gesehen? So einfach kann's gehen, wenn man einfach mal einen Pups rauslässt. So funktioniert das Ganze. Oh, süß. Gon wins. Seht ihr, wie niedlich er seine Augen zugemacht hat? So wie so ein so Anime oder Manga. Das ist total cool gemacht. Auch Gons Ending ist echt süß. Also, das ist... mit seinen kleinen Boxhandschüchen ist das alles so ein bisschen little bit of difficult. Woo! Baby! Ja. Ah. Nein! Ja. Wie ihr sehen könnt, habe ich verloren. Ja, Team Battle. Also ich finde wirklich Tekken 3 ist auf Medium total schwierig eingestellt. Also... Kleinen Kloß im Hals. Es ist wirklich etwas schwieriger eingestellt. Also, vor allem beim Arcade-Mode. Ich werde euch das noch vielleicht zeigen mit einem Charakter, aber... Puh, im Arcade-Mode, wenn ihr auf Heihachi trifft, ich verfluche ihn. Kurz und knapp gesagt, es ist wirklich einfach unglaublich. Er hat auch so eine Trittkombo. Egal, ob du im Stehen sie blockst oder im Ducken sie blockst, die kriegt dich immer. Das ist so... Und er macht diese Trittkombo ziemlich häufig und deswegen gewinnt er ständig. Da ist der Endboss mit Ogre wirklich gar nichts dagegen, wenn Heihachi hier der 9. Gegner, glaube ich, sogar ist. Genau. Gut, aber ich würde dann für heute erstmal sagen, dass... Ja, was sagt man jetzt zum Schluss? Das war's erstmal mit dem Let's Show von Tekken 3, mit dem allerersten Part. Wir haben ein bisschen den Tekken Ball Mode gesehen und ich habe euch ja in das ganz normale Team Battle Mode auch mal eine Runde eingeweiht, leider dabei verloren. Dafür haben wir aber beim Tekken Ball, ich glaube, 2 oder 3 Mal hintereinander gewonnen. Das heißt, ein bisschen haben wir doch ein paar Siegeseinlagen verdient. Und beim nächsten Video werde ich euch... Was werde ich euch dann zeigen? Ja, also entweder den Tekken Force Mode oder vielleicht einmal Arcade Mode mit My Favorite Character. Genau, ich glaube, ich rede in diesem Video irgendwie zu oft englischsprachige Scheiße. Damit beende ich jetzt und falls ihr noch weitere Modi sehen wollt oder falls ihr bestimmte Charaktere im Arcade Mode gerne sehen möchtet, sagt mir bitte Bescheid und lasst es mich doch auch bitte in den Kommentaren wissen. Und mal gucken, wie ich das denn zeitlich und motivationstechnisch alles hinkriege. Ich sage dann damit vielen Dank fürs Zuschauen und Einschalten und bis dann.